Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem digitalen Fachvortrag auf der Frankfurter Buchmesse zum Thema schlanke Redaktions- und Herstellungsprozesse bei der Forum Media Group. Herr Georg Lechner ist Leiter der Produktion und des E-Business Developments im Forum Verlag Herkat und bietet uns heute einen Einblick in die Print- und Digitalproduktion auf Basis unserer Microsoft 365-Lösung RRP. Stefan Göbel wird unser Interview als Leiter der Entwicklung bei Remas Publishing Services sowohl mit seinem Wissen als auch einer Demo von RRP unterstützen. Und mein Name ist Kelly Tucker, ich bin im Marketing bei Remas Publishing Services tätig und freue mich, dieses Interviewformat heute moderieren zu dürfen. Herr Lechner, da fangen wir doch direkt mal mit Ihnen an. Was sind Ihre Anforderungen an einen zeitgemäßen Redaktions- und Produktionsworkflow? Wir legen immer Wert auf relativ schnelle Produktionszeiten und Minimierung des manuellen Arbeitsaufwandes während einer Produktion. Das heißt, eins unserer wesentlichen Ziele war, eine möglichst hohe Satzautomatisierung zu erreichen und im Nebeneffekt eben für all unsere Werke einen medienneutralen Datenbestand aufzubauen im XML-Format. Wichtig waren für uns auch, dass wir während der Workflows, während unserer Prozesse sogenannte Roundtrip-Konvertierungen vornehmen können, sprich eben von bestimmten Formaten in die eine Richtung, aber auch wieder zurück, Änderungen zu synchronisieren. Wie gesagt, wir sind schon ein kleines Herstellungsteam, auch nicht besetzt mit Informatikern oder großen Technikern. Der einzige Informatiker bin da eigentlich ich. Und wir wollten auch kein eigenbetriebenes System haben. Deshalb hatten wir uns am Markt eben nach einer Software-as-a-Service-Lösung umgeschaut und sind letztlich bei Remas gelandet, die uns so eine Plattform mit hoher Verfügbarkeit liefern und zur Verfügung stellen. Und wo wir eben mit unserem Personal auch intuitive Bedienungsoberflächen vorfinden, sodass meine Hersteller eigentlich nichts auf der XML-Ebene machen müssen. Sie haben sich ja für eine recht schlanke Lösung entschieden. Bevor wir uns die im Produktionseinsatz für den Forum Verlag noch einmal ganz genau anschauen, eine Frage noch: Warum haben Sie sich letztendlich gegen ein großes Redaktionssystem entschieden? Wesentlicher Grund ist, dass große Systeme natürlich viel Komplexität mit sich bringen. Ich habe auch schon in Verlagen relativ große Systeme eingeführt. Die Resultate sind dann oft lange Projektlaufzeiten, hohe Kosten und auch ein hohes Risiko, dass solche Projekte einfach auch mal scheitern können, insbesondere wenn auch eben der Rollout mit verschiedenen Tochtergesellschaften zum Beispiel erfolgen muss. Deshalb war jetzt unser Ansatz beim Forum Verlag Herkat zu sagen, wir starten eigentlich mit einem schlanken System. Das muss sich aber nach unseren Bedürfnissen erweitern lassen und deshalb haben wir eben nicht auf eine Standardsoftware am Markt gesetzt oder auch nicht auf ein bestimmtes Toolset, sondern wir haben mit der Firma Remas als Partner eben in langjähriger Zusammenarbeit, nachdem wir in diese Plattform eingestiegen waren, was schon einige Jahre her ist, eben sie kontinuierlich zusammen ausgebaut und für unsere Bedürfnisse perfektioniert. Sehr gut. Ich würde direkt mal unseren Entwicklungsleiter bitten, den Bildschirm zu teilen, damit wir auch nun endlich mal was sehen können von RRP. Herr Lechner, Sie produzieren sowohl lose Blattwerke als auch Bücher über die Plattform. Wir schauen auf Ihre Bücher. Mit welchen Daten steigen wir in den Prozess ein? Ja, all unsere Content-Prozesse beginnen eigentlich mit Microsoft Word-Daten. Wir haben dafür von Remas eine spezielle Word-Autorenvorlage entwickelt bekommen. Die kann uns auch der Herr Göbel gleich mal zeigen. Diese Autorenvorlage, die enthält exakt die Auszeichnungsmöglichkeiten, die wir für unseren Content brauchen. Das heißt, die Autoren, denen wir diese Vorlage zur Verfügung stellen, die erfassen Text und Bilder, aber
sie layouten diese nicht, sondern sie werden nur strukturiert. Man sieht dann auch zum Beispiel am Menü, dass die klassischen, sag ich mal, Formatierungsfunktionalitäten gar nicht verfügbar sind, sondern eben nur Absatzformate zur Strukturierung. Aber da kann uns ja ein paar Beispiele jetzt der Herr Göbel gleich mal zeigen. Also, was wir hier sehen, ist ein Text, der mit dieser Dokumentvorlage ausgezeichnet ist. Wir haben hier Absatzformate für Listen in verschiedenen Tiefen. Und das Spezielle daran ist, dass wir hier in dieser Dokumentvorlage noch gar nicht in Richtung Layout gehen, sondern wirklich rein die Textstruktur abbilden können. Das sieht man daran, dass ich für Abschnitte mit einer bestimmten semantischen Bedeutung sogenannte Steuerabsätze habe. Ja, also ich habe hier mache ich Hinweise kenntlich, Hinweise haben einen Anfang und ein Ende und genauso mit Zitaten. Ja, dadurch ist die Dokumentvorlage schlank. Die Autoren und Lektoren können genau sehen, welche inhaltliche Bedeutung und somit dann auch natürlich eine Auswirkung in der Formatierung diese Abschnitte haben. Ja, das geht ist jetzt hier relativ einfach. Wir können uns gleich noch ein komplexeres Beispiel angucken, aber hier haben wir alles, was wir brauchen, um Fachinhalte abzubilden: Listen, Tabellen, Bilder, semantische Abschnitte und auch, da kommen wir nachher nochmal dazu, kann hier auch schon Einfluss auf die Formatierung genommen werden. Es gibt Anweisungen, um einen Seitenumbruch auszulösen. Es gibt Anweisungen, um Text über mehrere Spalten laufen zu lassen und so weiter. Wir haben uns ja bei REMAS für eine Plattform auf der Basis von Microsoft 365 entschieden. Warum? Ja, das einfach der Grund ist größtenteils, dass wir auf diesem sehr breiten Fundament von Microsoft 365 aufbauen können. Wir haben dadurch, dass wir mit Azure arbeiten und all die Dienste in der Azure Cloud liegen, haben wir eine sehr hohe Verfügbarkeit und eine sehr hohe Ausfallsicherheit. Wir nutzen dann einen kleinen Teil. Und durch diese Einbettung in Azure ist es auch möglich, unseren Dienst, also das ERP, zusammen mit der Datenhaltung auch nicht nur bei uns als Software as a Service laufen zu lassen, sondern auch in die Tenants unserer Kunden zu transferieren. Ne? Das heißt, sie können dieses Produkt komplett bei sich unter ihre Fittiche nehmen. Ja? Wir haben, ein weiterer Punkt ist, dass wir in alle Richtungen offen sind. Microsoft 365 bietet eine Fülle an Schnittstellen zu anderen Systemen, die nichts mit Microsoft zu tun haben. Sei es Jira, sei es andere Workflow-Tools, was auch immer. Und diese Schnittstellen können wir mit relativ wenig Aufwand nutzen. Dann gibt es noch eine ganze Reihe von Punkten, die in Microsoft 365 sind. Es gibt Power-Apps, da können wir einfach Oberflächen bauen. Wir haben als Datenhaltung haben wir SharePoint. Und damit auch eine ganze Reihe an Versionen, die wir an Funktionen, die wir frei Haus geliefert bekommen, sei es Versionierung, sei es Sicherheitskonzept und so weiter. Ja, sehr schön. Vielleicht können wir jetzt mal auf die Oberfläche von unserer neuen ERP 365-Lösung aus Sicht des Anwenders schauen. Gerne. Ja, ich habe die hier schon geöffnet und was Sie sehen, hier auf der linken Seite eine Liste der Werke. Ja, also das können, hier haben wir Bücher und Losblattwerke, das können aber auch Magazine sein. Und unterhalb dieser Werke gibt es dann die sogenannten Projekte, das können Ausgaben sein im Falle von Zeitschriften, das können Ergänzungslieferungen sein im Falle von Losblattwerken. Ja. Hier sehen wir dann im Hauptbereich eine Liste der Dokumente. Diese Liste der Dokumente kann auch schon die Werkshierarchie abbilden. Wir haben hier können wir die Schachtelung der die inhaltliche Schachtelung der Dokumente wiedergeben. Ja. Wir haben eine Ansicht, welche Dateiformate da sind. Wir haben, da können wir jetzt leider nicht so im Detail darauf eingehen. Wir können Workflows und Status abbilden. Wir haben natürlich eine Filterung der Ansicht. Das sind so die Standardmerkmale. Worauf wir
uns aber konzentriert haben, ist, dass die Oberfläche für den Bearbeiter möglichst einfach zu benutzen sein soll. Ja, das heißt, wir können zum Beispiel, nur als Beispiel, wenn wir hier Projektdokumente in der Reihenfolge verändern wollen, ja, dann können wir das einfach mit Drag and Drop machen. Ja. Oder wenn wir neue Dokumente anlegen wollen, ja, dann reicht es, ich mache das mal, wenn wir einfach eine Word-Datei hier auf diesen Bereich ziehen. Mhm. Ja, dann wird das Dokument angelegt und die Word-Datei wird hochgeladen. Ja. So, und natürlich können wir diese Ansichten auch dann, sodass wirklich jeder Benutzer, abhängig von seiner Rolle, das System vorfindet, was er für seine Arbeit benötigt. Ja, vielen Dank für die Ausführung. Herr Lechner, jetzt kommt Ihre Word-Datei also auf die Plattform. Was passiert nun damit? Ich beginne vielleicht sogar noch mal ein Stückchen früher. Die Word-Datei wurde vom Autor bei uns im Hause beim zuständigen Produktmanager abgeliefert, weil er ist sozusagen der erste Empfänger der Manuskripte, weil der PM prüft, ob die inhaltliche Qualität überhaupt passt. Wenn dann die inhaltliche Qualität und auch der Umfang dessen, was der Autor geschrieben hat, passt, dann gibt es sie an den Hersteller weiter. Und der Hersteller, wie Herr Göbel auch schon gerade gezeigt hat, der führt eben einen Import oder einen Upload in dieses Produktionssystem durch. Während des Uploads prüft das System schon, ob sich aus den Word-Daten durch die im Word enthaltenen Strukturinformationen jetzt ein valides XML generieren lässt. Und wenn das eben der Fall ist, dann wird das Dokument vom System angenommen und kann dann in den späteren Schritten jetzt vom System weiterverarbeitet werden. Der Hersteller kann schon in diesem Prozessschritt zum Beispiel als erstes einen sogenannten Rohumbruch starten. Und dieser Rohumbruch, dahinter steckt eben der Satzautomat oder die Satzmaschine, die als eigenes Modul in das Gesamtsystem integriert wurde. Und was passiert da jetzt genau im Maschinenraum der Lösung, Herr Göbel? Ja, ich habe das hier gerade mal für diese neue Datei, den Rohumbruch, gestartet. Was nun passiert ist, ist, dass die Datei auf unseren Server übertragen wird. Von dort wird die Word-Datei in ein XML konvertiert, also in ein schon dem Forum Verlags XML entsprechendes XML, also nicht irgendwie ein generisches XML. Dann wandert diese XML-Datei, wandert die in den InDesign-Server hinein. Dort wird eine InDesign-Datei und eine PDF-Datei erzeugt. Das heißt, mit einem Arbeitsgang haben wir schon die gewünschten Ausgabeformate. Ja, gucken das Ergebnis mal an. Ich nehme mal hier eine Datei, da ist es schon durchgelaufen. Das heißt, ausgehend von der Word-Datei haben wir eine XML-Datei. Die können wir uns hier auch mal kurz anschauen. Ja, zumindest eine kleine Voransicht. Das ist also hier tatsächlich schon das verlagsspezifische XML. Wir haben eine InDesign-Datei. Wir bekommen eine PDF-Datei zurück. Ja, wohlgemerkt all das, ohne dass irgendjemand mehr tun muss, als auf diesen Knopf zu drücken. Ja. Also die PDF sieht ja eigentlich schon ganz ordentlich aus. Korrekturen gibt es aber bestimmt noch, Herr Lechner, oder? Wie werden diese dann eingepflegt? Genau. Also erstmal ist unser Prozessablauf dann so, wenn der Hersteller diesen Rohumbruch erzeugt hat oder parallel dazu gibt der Hersteller das Word-Manuskript auch an externe Korrektoren weiter. In dieser Phase beschäftigt sich der Hersteller auch mit den im Dokument enthaltenen Bilddateien. Das heißt, er kontrolliert hier auch Größe, Auflösung und lädt die Bilder dann eben auch ins System hoch. Da kann Herr Göbel zum Beispiel jetzt mal die Medienbibliothek hier zeigen. Genau, also hier haben wir die Bilder zu diesem Beitrag, haben eine Vorschau, können die hier ja umsortieren, umbenennen, löschen und so weiter. Ja, also auch das ist hier im System angelegt. Genau, und
kommen dann von den externen Korrektoren eben die Korrekturanweisungen zurück. Dann werden die hier im System von den Herstellern nochmal ins Word-Dokument eingearbeitet. Wie ich eben schon vorher sagte, wir haben nicht die Notwendigkeit, dass unsere Mitarbeiter eigentlich in die XML-Ebene eingreifen. Die ist hier aufrufbar, weil sie vielleicht mal einen Entwickler für irgendwelche Fehlerdiagnosen sich anschaut. Aber in unseren Abläufen editieren wir immer auf der Word-Ebene. Also wir sind ja jetzt da, wo InDesign, XML und PDF-Dateien automatisch neu produziert werden nach der Korrektur. Wenn dann alles Wesentliche passt, steht vor der Imprimatur ja noch das satztechnische Finishing durch den Dienstleister InDesign an. Konnten die Aufwendungen, Kosten und Durchlaufzeit im Vergleich zur konventionellen Datenvorstufe reduziert werden, Herr Lechner? Und haben sich vielleicht auch Nachteile für Sie ergeben? Ja, zu Frage 1. Ja, wir konnten unsere Satzkosten deutlich reduzieren gegenüber den alten, sage ich mal, Modell. Das alte Modell war ja, wir haben mit vielen freiberuflichen Setzern zusammengearbeitet. Wir haben sogar in relativ kurzer Zeit die gesamten Investmentkosten für das Aufsetzen des Systems eben durch Ersparnisse in den Satzkosten reinholen können. Und wir haben über die Jahre hinweg eben auch diesen Satzautomat, also diese Layout-Regeln, ständig verbessert, so dass wir manche Publikationen im Prinzip nach dem Rohumbruch eigentlich auch schon in die Druckerei geben können. Es gibt aber dann auch ab und zu mal sehr komplizierte Werke mit viel Formelsatz oder mit sehr komplizierten Tabellen. Für dies haben wir die Option, eben in einer Feindesign-Phase, die sich dann im InDesign abspielt, einen Mitarbeiter entweder intern oder bei Remers zu beauftragen, noch bestimmte Optimierungen, die eben der Satzautomat nicht so kann, dann von Hand durchzuführen. Aber wir haben während dieser Optimierungen eben auch gelernt oder für uns beschlossen, dass manche Sachen, die früher von Hand im InDesign gemacht wurden, sich doch noch recht elegant lösen lassen, zwar nicht über den Automat durch eine Regel, aber das hatte Herr Göbel vorhin mal kurz angesprochen, durch sogenannte Processing Instructions, die ein Hersteller auch ins Word-Dokument einfügen kann. Und er kann ja diesen Rohumbruch nicht nur einmalig oder diesen Layout-Automaten nicht nur einmalig anstoßen, sondern beliebig oft. Und somit ist es unsere Wahlfreiheit, wie weit treiben wir sozusagen die Layout-Optimierung, im Idealfall eben ohne manuelle Aufwände in den Druck gehen oder eben vielleicht noch eine Stunde an Produktionszeit dranhängen, um noch bestimmte Dinge nachzuoptimieren. Ich habe eine Frage aus dem Chat, wenn ich die dazwischen mogeln darf. Sehr gerne. Und zwar, gerade auch, wo wir hier über Korrekturen sprechen, geht die externe Hauskorrektur über die Word-Dokumente und wie erkennen Sie dann im Umbruch die Umbruchfehler des späteren, wie erkennen Sie dann Umbruchfehler des späteren Layouts? Also die externen Korrektoren, genau, die liefern uns über Word Kommentierungen oder Änderungsanweisungen eben ihre Änderungsvorschläge zurück. Die Fehler oder was man als Fehler oder Unschönheit bezeichnet, das sieht man ja am Ende des Rohumbruchs, wird ja das fertige PDF erzeugt. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Da noch eine. Auch möglich, auch externe Korrekturen mit auf dieses System zu nehmen, die dann in den Word-Dateien arbeiten. Ne? Gut, weitere Fragen können ja dann auch noch zum Schluss beantwortet werden. Wir haben uns jetzt den Preprint-Prozess angeschaut. Was ist denn auf Basis des erzeugten XML an digitalem Output möglich? Und spielt das Thema Zweitverwertung von Content eine Rolle für Sie, Herr Lechner? Ja, natürlich eine ganz wichtige, weil wir als Verlag schon seit mehreren Jahren unsere
Fachinformationen dem Kunden nicht nur im Print, sondern eben auch als Online-Ausgaben anbieten oder auch in E-Book-Formaten wie EPUB oder auch einfach als PDF. Für manche Kunden oder für viele Kunden ist ein PDF im Prinzip auch eine Art E-Book-Format. Und wir wollen natürlich mit diesen Formaten auch möglichst wenig Zusatzaufwand haben. Deshalb generieren wir EPUB oder wir nennen das dann Web-PDFs auch aus dem System heraus. Publizieren, das ist die schöne Frage jetzt, was bedeutet Web-PDF oder Online-Ausgabe? Da bitte ich den Herrn Göbel vielleicht mal kurz zu schwenken auf unsere Publishing-Plattform für die Online-Ausgaben. Das nennt sich bei uns Forum Desk. Das ist quasi der digitale Schreibtisch für unsere Kunden. Das ist auch eine Oberfläche, eine Publishing-Plattform, die wir nicht selber entwickelt haben, sondern die wir gemietet haben von der Firma Silkcode. Das zugehörige Produkt nennt sich Lookup. Und diese vom REMA-System erzeugten Web-PDFs, die werden in dieses System importiert und dabei in diese Online-Ausgaben hier umgewandelt. Wir können ja mal in eine Online-Ausgabe einfach öffnen. Ja. Genau. Das ist zum Beispiel das, was wir vorhin auch im Umbruch gesehen hatten. Die Publishing-Plattform erlaubt einem das Suchen in diesen Inhalten, Lesezeichen setzen, Annotationen, eigene Notizen hochzuladen, Textabschnitte zu markieren. Also alles, was man, denke ich, auch selbst gewohnt ist zu tun mit Printwerken, wenn man einen Bleistift oder einen Farbmarkierer hat, all das kann man hier auch tun. Ein besonders wichtiges Element, das wir auch zusammen dann mit der Firma Silkcode entwickelt haben, ist, dass wir auch schon seit geraumer Zeit unseren Kunden zu diesen Publikationen eben auch eine sogenannte Medienbibliothek anbieten, die eben auch hier in dieser Publishing-Plattform integriert ist. Das heißt, wir bieten eine riesige Menge oft an digitalen Download-Dateien an, die hier, man sieht es, in einer Baumstruktur gegliedert sind und die sich dann die Kunden herunterladen können. Das können beliebige Formate sein, Excel, PowerPoint, Word-Formate, also alles, was eben an Arbeitshilfen für die Kunden Sinn macht. Es können sogar ZIP-Files sein, in die Softwareanwendungen gepackt wurden. Also auch unsere Software-Auslieferungsweg läuft auch über dieses Lookup hier. Genau. So viel mal eben zu dem, was dann unser Endkunde im Online-Bereich sieht. Und wie gesagt, die inhaltliche Versorgung dieser Plattform, das sind eben auch, wird erzeugt durch Produktionsstrecken im RRP 365. Genau, das sieht dann so aus, dass ich hier Dokumente habe, die das komplette Werk betreffen. Und da kann ich dann recht einfach EPUBs erzeugen. Das sehe ich dann hier. Oder auch die PDFs direkt an Lookup übertragen. Das klingt ja wirklich sehr spannend. Vielleicht nochmal, um auf Microsoft 365 zurückzukommen, Herr Göbel. Was können Sie uns dazu zeigen? Sie sprachen ja eingangs die Möglichkeiten an. Also die Möglichkeiten sind insofern sehr, sehr verlockend, weil, wie gesagt, wir haben schon sehr viel einfach von Haus aus dazu bekommen. Ein einfaches Beispiel, ein naheliegendes Beispiel ist einfach die Bearbeitung der Word-Dateien direkt aus dem System heraus. Hier habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann eine Word-Datei in Word öffnen, die tatsächlich in der Desktop-Version geöffnet, ist aber nicht heruntergeladen. Ja, das heißt, ich arbeite direkt auf dem System. Wenn ich hier was ändere, wird es automatisch gespeichert und liegt sozusagen in der jüngsten Version im System vor. Ja. Gleichzeitig ist aber auch interessant, dass ich eine Online-Version von Word habe, ja, wo ich im Browser einfache bis mittelkomplexe Änderungen durchführen kann, ja, sodass ich hier auch Personen anbinden kann, die über keine eigene Word-Lizenz verfügen. Ja. Dafür diese Word Online ist einfach so in der Nutzung dabei. Das heißt, auch hier können Sie eine Vielzahl an Leuten einbinden, die mit diesen Word-Dateien arbeiten. Ebenfalls haben wir eine sehr einfache Möglichkeit, dieses System
in bestehende Lösungen einzubinden. Also angenommen, Sie nutzen Microsoft Teams, ja, dann können Sie darüber nicht nur Dateien hochladen, Sie können auch Ihr Team benachrichtigen, sei es, wenn ein neues Dokument eingetroffen ist, wenn ein Dokument einen bestimmten Status erreicht hat. Können Sie es einrichten, dass gewisse, ja, dass Benachrichtigungen verschickt werden? Ich zeige gerade mal eine beispielhaft. Genau. Ja, also die sehen dann ungefähr so aus. Das heißt, die sind auch keine schnöde Textansicht. Ja, wir haben dann Informationen hier drauf. Sie können dann hier direkt zu den einzelnen Dokumenten schreiben. Ja. Diese Benachrichtigungen lassen sich natürlich ausbauen, dass Sie Mail-Benachrichtigungen schicken und so weiter, dass sie daraus auch zum Beispiel in Jira befüllen. Das Interessante an diesem Einrichten der Benachrichtigung ist, dass das Microsoft extra ein Tool bereitstellt, womit diese Dinge auch von Nicht-Programmierern eingerichtet werden können und das innerhalb sehr kurzer Zeit. Was wir ebenfalls hier frei Haus bekommen, ist eine Volltextsuche in den Daten. Das heißt, in den Daten heißt, dass nicht nur die Metadaten durchsucht werden, sondern tatsächlich auch die Dateiinhalte. Ja. Dauert jetzt hier einen Augenblick, weil ich jetzt hier über sämtliche zu Foren gehörenden Dateien nach dem Wort Anlage suche. Ja. Das funktioniert auch mit Bildern. Und somit habe ich hier eine Möglichkeit, die Inhalte mit geringem Aufwand und mit all der Kraft von Microsoft durch Super zu machen. Ja, vielen Dank für diese Ausführung. Was, glaube ich, noch ganz interessant ist, wir arbeiten ja wirklich sehr eng mit unseren Kunden auch zusammen. Darum einmal die Frage an Sie beide. Herr Lechner, vielleicht fangen Sie an. Wie sieht die gemeinsame Roadmap von ERP 365 für die nächsten 1 bis 2 Jahre vielleicht aus? Ja, wie schon gesagt, wir arbeiten mit ERP schon seit mehreren Jahren. Wir haben deshalb aktuell 2 Versionen im Einsatz, also ich nenne es mal das Vorgängersystem ERP und eben das, was wir heute gesehen haben, das ERP 365. Mit dem neuen System arbeiten wir schon seit letztem Jahr, weil wir dort eben unsere Buchproduktionsstrecke als erstes fertiggestellt haben und seitdem auch schon 10 oder mehr Bücher darüber produziert haben. Die LBW-Produktionsstrecke, da sind wir kurz davor, die jetzt abzuschließen, und dann werden in den nächsten Wochen und Monaten die LBW-Bestandswerke vom alten in dieses neue System übernommen werden. Eine weitere wichtige Planung in unserer Roadmap ist, dass wir das ERP 365 dann auch um eine neue Produktionsstrecke erweitern, nämlich um eine, mit der man HTML5-Publikationen aus den XML-Daten erzeugen kann. Aber ich glaube, Herr Göbel hat auch noch ein paar nette Features in Planung. Genau. Also ganz generell entwickeln wir dieses System, wie der Rechner schon sagte, in enger Abstimmung mit unseren Kunden weiter. Das heißt, die Entwicklung erfolgt dann entlang der Bedürfnisse und der Vorschläge unserer Kunden. Wir haben aber natürlich auch noch ein paar Ideen, wie wir das System weiterentwickeln wollen. Und also ein Schwerpunkt ist da, dass wir noch besser Workflows abbilden können. Ja, dass wir also abbilden können, welchen Weg nimmt ein Dokument oder eine Inhaltseinheit von der Erfassung bis zur Freigabe. Und der zweite Punkt ist, dass wir auch wieder das nutzen wollen, was uns Microsoft präsentiert. Und das ist künstliche Intelligenz. Die bietet Microsoft als Paket, die kann man nutzen. Und das wollen wir in ERP einbauen, um Inhalte zu erschließen, um Bilder zu erschließen, auch Bilder zu verschlagworten, um einfach dem ganzen System noch mehr Wert mit auf den Weg zu geben. Und als letzter Punkt, natürlich dadurch, dass wir so stark auf Microsoft setzen, profitieren wir natürlich davon, von den Microsoft-eigenen Entwicklungen, ja, sei es neue Funktionen in SharePoint, sei es neue Funktionen in Teams, wenn die zu unserem Produkt passen, dann bauen wir sie natürlich gerne ein. Das sind so die Hauptpunkte, die wir in nächster Zeit angehen wollen.
Super, vielen Dank. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinen Interviewpartnern, Herrn Lechner und Herrn Stefan Göbel. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Und natürlich auch vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit zu Hause vor dem Bildschirm. Wenn Ihre Neugier geweckt ist, dann melden Sie sich gerne bei uns in Krefeld. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch viel Vergnügen mit dem hybriden Buchmesseformat und würde mich verabschieden.